Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Ich dachte, ich begrüße euch mal in dieser Perspektive, weil das Video ist ein bisschen länger geworden und für die Einleitung ist es vielleicht schöner, mir ins Gesicht gucken zu können. Wie gesagt, genau, es ist ein längeres Video, habt ihr schon gesehen, zur Stanz- und Prägemaschine, die jetzt neu ist. Ich wollte einfach ein Basic-Video machen für alle Bastler, wie arbeite ich damit, was mache ich damit und so weiter und so fort. Es ist ein längeres Video, weil es sind ganz viele Informationen drin und ich wollte nichts rauslassen. Ich habe lange überlegt, mache ich mehrere Videos draus, was erzähle ich in diesem Video, was in einem anderen. Also es wird quasi eine kleine Reihe geben. Ich erstelle euch auch extra nochmal eine Playlist, die heißt dann irgendwas mit Tims Tipps, Stanzen und Prägen oder so. Da sind dann die entsprechenden Videos dafür drin. Aber ich habe in diesem Video einfach mal Sachen genommen, die basic für die Maschine sind. Also der Lieferumfang, dann Prägen und Prägeformen, Stanzen, noch eine Federanalyse und am Ende noch Fremdprodukte. Was kann ich damit benutzen? Was kann ich tauschen? Was sollte ich nicht tauschen? Und so weiter und so fort. Es ist eine teure Maschine, es ist ein bisschen eine Investition, es ist natürlich kein Verbrauchsgegenstand, also ihr kauft die einmal und dann nie wieder, aber man muss sich das natürlich trotzdem überlegen. Deswegen dachte ich, da gehört ein langes Video dazu, da muss man einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn ihr Einsteiger und komplette Neulinge seid, dann lernt ihr in dem Video, glaube ich, ganz gut, wie das funktioniert, wie man das Ding handhabt. Und selbst wenn ihr erfahrene Bastler seid, dann sind da vielleicht trotzdem ein, zwei Tipps drin, die ihr so noch nicht kanntet. Ganz genau. Bin gespannt, was für euch neu ist und was ihr schon wusstet. Alles klar. Es geht in dem Video um die große Maschine, um die große Stanz- und Prägemaschine. Die kleine ist noch nicht verfügbar aufgrund von Pandemie-Störungen im Betriebsablauf, also in der Produktion. Ich hoffe, irgendjemand guckt in ein paar Jahren dieses Video und denkt so, ach, 2020, als die Pandemie war und lacht sich den Arsch ab. Ja, zurzeit ist es nicht so lustig und viele unserer Sachen, also die Stanzmaschine ist jetzt erst verfügbar, wird für Kunden erhältlich sein ab September. August, September, genau. Ab September 2020 ist die für Kunden verfügbar und die Mini-Stanz- und Prägemaschine voraussichtlich irgendwann Ende des Jahres. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, irgendjemand guckt das in der fernen Zukunft an und findet das total witzig. Okay. Ganz genau. Und ich würde sagen, es kommt noch. Was gibt es noch für Videos? Es wird noch geben ein Video zur Magnetplatte. Es gibt noch ein Video zu den Prägematten. Es gibt natürlich noch mal ein ganz großes Video zur Mini-Stanzmaschine, wenn die rauskommt. Aber ansonsten sind viele Sachen schon in dem Video. Ich würde einfach sagen, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und packen das Ding auf. Der Karton, ich habe ihn noch gar nicht geöffnet, also live auspacken. Los geht's! So, willkommen in der Tischperspektive. Das ist das Päckchen, in dem die Stanzmaschine drin ist. Ich habe es noch gar nicht geöffnet, wie ihr seht. Recht groß, aber meine Kamera ist auch recht niedrig. Die ist hier direkt drunter. Es ist halt wie immer gut verpackt, dass es auch nicht beschädigt wird. Ich nehme es doch runter. Pappabdeckung. Und dann ist hier oben drin ein Päckchen mit den Stanzplatten. Und hier in so Kartongedöns-Zeugs kommt die Stanzmaschine selber. Und der Griff. Also was kommt alles im Päckchen? Das allererste, was man gar nicht sieht, es kommen 3 Jahre Garantie. Ihr habt auf diese Stanz- und Prägemaschine 3 Jahre Garantie. Wenn irgendwas kaputt geht, wenn was abbricht oder so, dann meldet euch bei eurem Demonstrator. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das tatsächlich komplett ausgetauscht wird. Da ist dein Pin-Up immer sehr kulant. Das Ding sieht jetzt sehr, sehr, sehr riesig aus, einfach weil die Kamera hier nicht so hoch hängt. Das geht nur maximal bis da. Es ist trotzdem eine große Stanzmaschine. Das ist ja die Standardstanzmaschine. Aber ich finde sie nicht zu groß, auch wenn sie vielleicht so in dem Video aussieht. Man kann sie zusammenklappen. Sie ist deutlich kompakter als die alte. Sie ist eben in Weiß und Grau, noch mit Silber, das Stampin' Up! Logo. Sieht sehr elegant aus, gefällt mir sehr gut. Sie hat auf der Unterseite so Anti-Rutsch-Noppen. Keine so Saugfläche wie andere Maschinen, das braucht die gar nicht, weil die liegt ja hier auf diesen Teilen auf, die nach unten geklappt werden. Deswegen, die Maschine kippt nicht um. Okay, dann was man als allererstes macht, ist man montiert die Kurbel. Das geht ganz easy.
Das macht man einmal und braucht es dann nicht nochmal machen. Die bleibt dann dran. Ihr habt hier in dem kleinen Tütchen eine Schraube, eine Mutter und so ein Hexbolt-Ding. Die Kurbel setzt man einfach hier dran. Die hat hier eine Seite hat so eine Abschrägung, seht ihr. Und da kommt die Kurbel natürlich dran. Und dann nimmt man die Unterlegscheibe auf die Schraube drauf, packt die hier in das Loch rein und dreht die dann damit fest. Den Schlüssel hier würde ich auf jeden Fall aufheben, weil es könnte sein, dass nach einer gewissen Zeit sich diese Schraube ein bisschen lockert oder so, und dann kann man die mal nachziehen. Und dann bekommt man hier noch eine Abdeckung. Die hat auch hier so eine kleine Noppe, die muss hier unten richtig ausgesetzt werden. Aber dann ist das hier alles verdeckt und sieht schön aus, dann habt ihr keine hässliche Schraube. Und falls sie sich irgendwie rausdrehen sollte, kommt das hier raus. Das ist mir bei meiner alten Maschine passiert. Keine Ahnung, ob es passiert, weiß ich nicht. Aber ich hebe diesen Schlüssel auf jeden Fall auf. So, und das ist die Maschine an sich. Das kann man hier kurbeln. Das seht ihr jetzt gar nicht. Man sieht es nur in der Spiegelung hier, dass ich drehe. Ganz genau. Lässt sich schmaler zusammenklappen als die vorher und kompakter wegräumen. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier noch ein Päckchen Platten. Hier eine Kurzanleitung, wie man auch sieht, dass man die Kurbel montiert und so. Brauchen wir aber nicht, ihr habt ja dieses Video dafür. Und dann bekommt ihr alle Platten, die ihr für den Anfang braucht. Ihr bekommt eine Basisplatte, das ist Platte 1. Ihr bekommt eine Auflageplatte für Stanzform, das ist die 2. Dann bekommt ihr zwei Schneideplatten, das sind die 3er, das sind diese klaren Platten hier. Und ihr bekommt eine Spezialplatte, die hat die Nummer 4. So, und hier sind ja auch Abbildungen drauf, was man mit was benutzen kann. Und die sind auch ganz nett, aber wirklich perfekt gut gefallen die mir nicht, weil die sind immer noch zu wenig übersichtlich. Deswegen bin ich hergegangen und habe Aufkleber designt, die ich da jetzt drauf stickern werde, um das ganze Farb... Und dann ist das ganze farbkodiert. Na, das ist was, das versteht mein Gehirn. Farben. Diese Sticker bekommen die Leute, die die Stanz- und Prägemaschine bei mir bestellen, bekommen die automatisch kostenlos zugesendet. Es muss ja auch mal irgendeinen Vorteil haben, hier bei mir den ganzen Kram zu bestellen. Und alle anderen, die noch Interesse haben, da können wir vielleicht mal gucken. Schreibt mir auf jeden Fall einfach mal eine Mail, wenn ihr an den Stickern interessiert seid. Die kriegen wir hin. Ich überlege mir mal, was das kostet. Ich vermute mal so irgendwie 4 Euro oder so. Ich weiß nicht, ob ich sie dann euch auch schon zuschneiden kann oder ob ihr einfach den Stickerbogen bekommt. Aber dann könnt ihr auch die Sachen stickern. Hier stehen nämlich in 3 Sprachen drauf, wie man das verwendet. Aber 3 Sprachen sind viel zu viel und Deutsch ist auch die 3. Zeile. Das finde ich irgendwie ein bisschen suboptimal. Deswegen klebe ich mir da die Sticker drauf. Als weiterer Hintergrund, die Mini-Stanz- und Prägemaschine, die ja bald rauskommen wird, hat ein bisschen ein anderes Plattensystem, ist ja klar, ist ja eine andere Maschine. Ist aber natürlich blöd, weil das schlecht sich zu merken ist. Als Beispiel, wenn ich hier nur die Basisplatte benutze mit den beiden Standardplatten, dann kann ich prägen. Wenn ich bei der Minimaschine nur die Basisplatte benutze mit den beiden Standardplatten, dann kann ich da stanzen. Ist also ein bisschen unterschiedlich, aber ich werde das farbkodieren. Die Sticker kommen natürlich dann auch für die Minimaschine raus. Bedeutet quasi, ihr müsst euch nur die Farbe merken. Stanzen ist für immer hier dieses Purpur, dieses Lila. Und dann wisst ihr einfach, stanzen, gucke ich hier drauf, was brauche ich. Und das könnt ihr bei der kleinen Maschine auch machen. Und dann sagt euch das, welche Platten ihr braucht. Und ihr könnt euch einfach nach den Farben richten und müsst nicht erst hier irgendwie komisch nachlesen, was für Platten ihr braucht. So, das heißt also, hier in groß sind immer die Namen der Platte. Das ist übrigens ein spezielles hier so ein Stickerpapier, seht ihr, das ist ein A4-Stickerpapier, da habe ich das drauf aufgedruckt. Ich würde da kein irgendwelches Flüsterweißes oder Farbkarton draufkleben oder so, das macht euer Sandwich nachher zu dick. Deswegen immer, das hier ist sehr dünn, deswegen ist das vertretbar. Und hier steht immer so, Anleitungen, Tipps und Ideen finden Sie unter stampinup.com, cut and emboss, ja, für Tipps und Tricks und so einfach dieses Video hier gucken, wenn es dann immer noch nicht funktioniert, im Zweifel mir eine Mail schreiben, deswegen können wir da ganz beruhigt den Aufkleber drüber kleben. Jetzt ist das die Platte für Stanzformen, so heißt die auch offiziell.
Und dann bekommt ihr hier nochmal einen Sticker, was man mit dieser Platte machen kann. Das hat hier jetzt gar kein Abziehding. Dann müssen wir an der Ecke ein bisschen rumfummeln. Genau, also die Idee war einfach, dass man das farbkodiert. Dann seht ihr auch in den Videos immer besser, welche Platten ich benutze, weil die ja schön bunt sind. Und dann seht ihr immer, welche Platten oben sind und so weiter und so fort. Dann ist, fand ich einfach irgendwie übersichtlicher. So, also das ist die Basisplatte. Da kommen diese Sticker drauf. Das ist die Platte für Stanzformen. Da kommen diese beiden Sticker drauf. Und die drei, die Spezialplatte, das ist diese hier. Wo kriegt die ihren Sticker hin? Du hast auch keinen so ein Abziehdings. Dieses Farbschema orientiert sich an der alten Spezialplatte. Die Platte für 3D-Prägeform hieß die damals. Die war auch blau. Deswegen bin ich hier einfach mal bei blau geblieben. Ja, das kommt einfach jetzt hier unten hin. So. Und da kommen zwei von diesen Anleitungsstickern drauf. Und zwar einmal 3D prägen. Hier. Und einmal prägen mit einer Prägematte. Oh, das war ein bisschen zu weit nach rechts. Das kommt noch ein bisschen mehr an den Rand. So. Oh, der ist jetzt ein bisschen arg blass geworden. Also vielleicht die Sticker nicht mehr abziehen. Vorher gucken, wo man den haben will. Ich drücke mir danach einfach einen neuen aus. Und hier, man kann mit der Spezialplatte auch prägen mit den Prägematten. Die gibt es natürlich auch nicht. Und dieser Sticker ist auch nur geraten. Also wir wissen nicht genau, wie die Stanzenaufteilung sein wird. Also welche Platten man dafür braucht, weil wir null Informationen über diese Prägematten haben. Deswegen ist dieser Sticker einfach geraten im Vergleich zu anderen Prägematten, die es auf dem Markt so gibt, welche Platten man dafür braucht. Mal gucken, ob das dann nachher stimmt oder nicht. Wenn es nicht stimmt, dann kriegt ihr natürlich einen neuen Aufkleber. So, die kommen auf jeden Fall hier hin und dann habt ihr immer genau die Sachen drauf. Und jetzt ist alles farbkodiert. Das erkläre ich euch nachher bei den einzelnen Sachen einfacher. Also nochmal bei den, wir machen ja gleich alles im Video einmal durch. Jetzt habe ich hier noch diese bunten Kreise. Und diese Kreise kommen einfach hier über die Nummern, weil einfach, dass man nochmal die Farbe hier hat der eigenen Platte und dass die nochmal deutlich größer sind. Hier nicht besonders viel reiben, sondern einfach nur andrücken, sonst geht die Farbe ab. Ganz genau. Also das ist hier mein Plattensystem. Ich finde es ganz gut gelungen, deswegen kriegen das meine Kunden auf jeden Fall zugeschickt und alle anderen, die noch interessiert daran sind. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch noch... Können wir gleich losstarten. Ihr habt alle Platten drin, die ihr für den Anfang braucht. Es gibt noch eine Magnetplatte, die man upgraden kann. Die ist nur im Moment noch nicht verfügbar. Aber an sich habt ihr alles hier, was ihr braucht, um Stanzen. Also ihr braucht nicht irgendwelche noch extra Platten zu kaufen. Und was wollte ich auch noch sagen? Man kann diese Platten nachkaufen. Man kann diese Stanzplatten hier im Zweierpack nachkaufen. Das sind Verschleißmaterialien. Das ist verbraucht. Das verbraucht sich. Da wird reingestanzt. Die muss man ab und zu austauschen. Deswegen gibt es diese hier. Es gibt die Spezialplatte einzeln zu kaufen. Die kann man auch mit anderen Stanz- und Prägemaschinen benutzen. Einfach weil das eine spezielle Zwischengröße ist, die recht eigen für Stampin' Up ist. Und die Basisplatte und die Platte für Stanzform kann man auch im Paket kaufen. Die benutzen sich auch nicht, genau wie die da. Die könnt ihr nur nachkaufen, falls die irgendwie, falls ihr die kaputt bekommen habt, warum auch immer. Oder wenn ihr die verloren habt oder verlegt oder irgendwie so, dann könnt ihr auch diese hier nachkaufen. Ganz genau. Es gibt ein eigenes Video zu dem ganzen Extra-Zeug, was es noch gibt. Das kommt jetzt dann auch bald raus. Das sind nur so mal die Grundsachen, die hier dabei sind. Alles klar. Und dann fangen wir doch an. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Prägen, weil das Thema ein kleines bisschen einfacher ist als Stanzen. Prägen. Es gibt zwei Arten von Prägefordern, die, also zwei Arten zu prägen. Es gibt aber drei Arten von Prägefordern. Es gibt das normale Prägen, habe ich hier im Prägeforder, und es gibt eine 3D-Prägung. Der sieht so aus. Im aktuellen Sortiment haben wir entweder ganz normale Prägeform oder 3D. Wenn 3D bei ist, ist es halt 3D. Ich habe mir die hier unten bestickert. Normal ist gelb. Gelb wie hier aus dem Stanzsystem. Und blau, auch wie hier aus dem System. Blau.
damit ich immer weiß, was mit welchem geht. Also blau ist prägen in 3D und gelb ist normal prägen. Hat den Hintergrund, dass man früher, so sah früher die Spezialplatte aus, die war früher blau, deswegen habe ich das Blau so übernommen. Früher, oder seit 2019, den Hauptjahreskatalog, kommen alle 3D-Prägefolder in dieser Ausführung hier. Davor sahen die 3D-Folder so aus. Die waren einfach noch ein bisschen dicker. Ihr seht hier die Dicke eines normalen Prägefolders. Hier die Dicke eines 3D-Prägefolders. Der ist dicker, deswegen brauchen wir einen anderen Stanzplattenaufbau. Und das hier sind die alten 3D-Prägefolder. Der ist nochmal einen Millimeter dicker. Der ist 5 mm hier und der ist 4 mm, wenn man den so zusammenquetscht. Wenn ihr von fremden Firmen 3D-Prägeformen habt, dann kommen die in dieser roten Variante, in der dicken Version. Und wenn ihr noch ganz alte Stampin' Up 3D-Prägeformen habt, dann sind die auch so. Also guckt mal nach, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lieber einmal messen und dann einen andersfarbigen Sticker. Ich habe rot für Hallo Achtung, hier musst du was ändern. Und blau sind aber die jetzigen. Alles, was ihr jetzt kauft an 3D-Prägeformen, die kommen alle hier in der ganz normalen blauen Ausführung oder in der gelben Ausführung. Normale Stanzform, normale Prägeform, 3D-Prägeform. So, und wie prägt man jetzt? Ich schnapp mir meine Maschine, klapp die auf. Wir fangen erst an normal zu prägen, aber ich glaube, ich nehme einen anderen Prägefolder. Der hier, der gefällt mir jetzt besser. Und ich nehme ein Stück Farbkarton und packe den hier in diesen Prägefolder rein. Es gibt hier eine erhabene Seite, da kommt dieses Muster raus. Und so eine reingedrückte Seite, da geht das Muster rein. Und natürlich drücken sich diese Plastikteile hier rein. Jetzt kann man sich überlegen, welche Seite im Papier, wenn es denn eine Orientierung gibt, wenn ihr das zum Beispiel schon koloriert habt oder was draufgestempelt habt oder so, könnt ihr euch überlegen, welche Seite oben sein soll. Da, wo das Stampin' Up! Logo ist, oder normalerweise auch immer das Firmenlogo, das ist immer die Seite, wo die Details nach oben kommen, die embossed Seite. Andersrum ist es die debossed Seite. Ich zeige es gleich nochmal, wenn es wieder rauskommt. So, was brauchen wir jetzt für einen Stanzplattenaufbau? Wir erinnern uns, gelb. Das heißt, wir gucken mal, wo überhaupt überall gelb ist. Hier, Basisplatte ist gelb, steht sogar schon Prägen drauf. Und hier ist der Prägen-Standardaufbau. Ihr braucht die Platte 1, die Basisplatte und zwei von den durchsichtigen Acrylplatten. Also hier, Platte 1, eine Acrylplatte, dann der Embossing-Folder und dann das Ding. Diese Teile heißen im Katalog übrigens, also der Folder, die heißen offiziell Prägeform. Man nennt die auch oft Prägefolder, Folder wie ein Ordner, weil man sie so aufklappen kann. Oder auch Embossing-Folder, das ist die englische Variante. Ich benutze wahrscheinlich in den Videos alles mögliche und schmeiße alles umeinander. Ja, nur das dazu. So, und dann wird das einfach durchgekurbelt. Hier. Und dann kommt das hinten wieder raus. Ganz wichtig ist, ihr müsst das so durchkurbeln, dass die geschlossene Seite hier in die Maschine zuerst reingeht, weil es könnte sein, wenn ihr die offene nehmt, dass das Ding sich irgendwie ungleich übereinander verkantet und das würde euren Embossing-Folder ruinieren. So, jetzt ist das einmal durchgekurbelt und so sieht das Ergebnis aus. Jetzt habt ihr das geprägt. Das seht ihr, da ist es erhaben, da kommt das Muster hoch. Auf der anderen Seite geht das Muster rein, das ist dieser Unterschied. Genau, ist total klasse. Es gibt eigentlich wenige Techniken, die sowas so einfach hinkriegen. Ich finde Embossing-Folder total toll und die sind super underrated, weil die so viel Textur spendieren für eure Karte und eben auch einmal kaufen, nie wieder nachkaufen, verbraucht sich nicht. Finde ich total klasse, kann man ganz viel mitmachen. So, das ist Standardprägen. Dann haben wir natürlich noch 3D-Prägen. Dann nehme ich mir jetzt hier einen 3D-Prägefolder, mache da auch mein Papier rein. So, 3D-Prägen ist blau. Jetzt gucken wir hier. Hier ist zum Beispiel schon ein blauer Sticker. Da steht, wir brauchen Platte 1 und Platte 4. Platte 4 ist die Spezialplatte, deswegen ist die auch blau. Wir brauchen keine von den durchsichtigen Platten. So, und jetzt legt man einfach hier den Embossing-Folder rein. Wieder geschlossene Kante in die Maschine. Platte oben drauf. Und durchkurbeln. So, das ist durchgekurbelt. Die Maschine kommt erstmal weg. Und
So ist das Ergebnis. Das hier ist jetzt eine Steinmauer. Und hier sieht man auch den fundamentalen Unterschied zwischen dem 3D-Prägefolder und einem normalen Prägefolder. Der normale Prägefolder ist, man könnte sagen, analog. Entweder hoch oder runter. Muster, kein Muster. Muster, kein Muster. So wie hier. Baum, kein Baum. Baum, kein Baum. Der kann nur entweder hoch oder nicht hoch. Ein 3D-Prägefolder kann alle möglichen Zwischenstufen. Ihr seht diese Ziegel, die sind alle unterschiedlich hoch. Also der hier ist ganz hoch, der ist ein bisschen tiefer, der ist relativ flach. Also die haben verschiedene Abstufungen. Die können auch Wölbungen machen oder so, das können die nicht. Die können entweder hoch oder runter und die können alle möglichen Zwischenstufen. Das heißt, hier kommt halt noch mehr Tiefenprägung, noch mehr Textur raus als bei den 2D-Foldern. Deswegen haben wir auch fast nur noch diese hier im Sortiment. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Genau. Und der die Stanzplatte, das ist blau. Ihr benutzt alle Platten, wo irgendwie blau drauf ist. Und das hier ist gelb. Da benutzt ihr die Platten, die gelb sind. Genau. Jetzt gucke ich einmal auf meinen schlauen Zettel. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn eure Prägeergebnisse nicht super krass perfekt rauskommen, könnt ihr mal probieren, das Papier vorher ganz, ganz leicht mit Wasser zu bespritzen. Auch nur ganz einen Hauch. Das weicht das Papier eben so ein bisschen auf und dann drückt es sich besser in diese Form rein. Also wer noch ein bisschen mehr Effekt haben will, der kann mal ein bisschen was nass machen probieren. Ansonsten sind die Dinger super vielseitig, da kann man auch Farbe reinmachen, dann hat man hier die Farbe in den Rillen, das sieht total klasse aus. Das machen wir aber mal in einem anderen Video, das soll ja hier jetzt nur so ein Einsteiger-Video sein. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Stanzen. Zum Stanzen. Da braucht ihr Stanzformen. Stanzformen sehen so aus, das sind so Metalldinger. Die werden normalerweise im Set verkauft, weil die meisten von uns passen zu irgendwelchen Stempelsets. Ihr habt grundlegend irgendwelche Basic Shapes, irgendwelche Etiketten oder Quadrate, Kreise, Oval, was auch immer. Ich habe zum Beispiel hier, meine Stanzformen sind alle auf so Magnetplatten drauf. Da gibt es auch ein extra Video in der Tims Tipps Reihe. Das wäre hier zum Beispiel einfach ein Rahmen, ein Oval. Dann habt ihr ganz, ganz filigrane so Deko-Elemente, aber natürlich auch sonst Sachen, die ihr ausstanzen könnt. Und dieses hier ist gedacht, um ein Motiv, das ihr gestempelt habt, auszustempeln. Ich zeige euch zum Beispiel mal mein aktuelles Lieblingsset, das heißt Setz die Segel. Da gibt es ganz viele Motive und die Stanzform dazu, die habe ich hier drin. Die sehen so aus. Ich habe die auch alle einmal ausgestanzt, das sieht man hier. Ihr habt eben ein Etikett, hier zwei Stück, da könnt ihr natürlich Sprüche reinstempeln, ihr könnt es auch so als Hintergrundelement benutzen. Ihr habt sehr filigrane Sachen hier, ihr habt auch einfach Sachen, die ihr ausstanzen könnt, die sich noch in den Hintergrund gut eignen oder zum Kombinieren. Und ihr habt hier Stanzformen, die die gestempelten Motive ausstanzen können. Das sind so die Basics der Dinger, aber eigentlich funktionieren die alle ganz genau gleich. Und das mal zur Seite. Und zwar... Stanzen ist purpur oder lila. Deswegen hier brauchen wir die Purpurplatte. Hier steht noch, wir brauchen die gelbe, die purpurne und die beiden klaren Platten. Das heißt, ich schnapp mir mein Maschinchen. Hier ist die Basisplatte, die gelbe Platte. Dann kommt da die Purpurplatte drauf. Und dann kommen da unsere beiden klaren Platten drauf. Nummer 1. Dann Papier. Die Stanzform und die zweite Platte. So, das wird jetzt durchgekurbelt und ihr hört einmal bitte ganz genau zu, was nämlich passiert. Okay, diese Maschine tut das gar nicht so doll, wie ich das gewohnt bin, aber normalerweise oder oft hört man es knacken. Denn wir haben jetzt hier das Motiv ausgestanzt, dieses Oval mit der Stickmusterkante, total cool. Und was passiert? Wir haben hier jetzt einen Abdruck. Denn diese Stanzform, die Stanzkante, die drückt sich in diese Platte rein und stanzt dadurch euer Papier aus. Das ist ganz normal, das muss so aussehen. Und bei vielen Maschinen knackt das auch total böse, da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, aber das gehört so. Deswegen muss man die auch irgendwann mal austauschen. Hier, ganz wichtig, ich nehme immer eine Platte, die ich nicht zerstanze, damit die möglichst gerade bleibt, damit ich die auch gut zum Prägen und sowas benutzen kann. Also eine ist immer meine Do-Not-Cut-Plate.
und die zweite wird zerstört. Ich zeige euch meine alte Stanzplatte von mir. Irgendwann sehen die so aus. Wenn die so aussehen, sollte man die dann auch mal austauschen. Ihr seht, ganz wichtig, ihr müsst die Platten überall benutzen, beziehungsweise ihr könnt die Platten überall benutzen. Das heißt, nicht nur in der Mitte stanzen, sondern auch bis an die Ränder überall hin, damit eure Platten möglichst lange halten. Und ganz wichtig ist auch immer wieder wenden, mal so rum, mal so rum. Somit bleiben die Platten besonders gerade. Ganz genau. Wir können hier noch eine Sache ausstanzen. Ich habe ein Motiv gestempelt und habe da die passende Stanzform zu. Dann wird das hier ausgerichtet, sodass das perfekt passt. Ich hoffe, im Video kriege ich das jetzt hin, weil ich gucke natürlich total schräg drauf. Wenn man seine Stanzform unbedingt da behalten möchte, wo sie gerade aufliegt, dann kann man zum Beispiel ein Stück Washi-Tape nehmen oder auch ein Post-it-Note oder irgendwas Vergleichbares. Es gibt extra dafür die magnetische Platte, die einem die Stanzform in Position hält. Aber für den Anfang tut es auch einfach ein Stück Washi-Tape. Platte drauf und durchkurbeln. Das quietscht jetzt am Anfang noch. Ich glaube, das sind die Aufkleber, die so ein bisschen angedrückt werden. Also die, die dann schon vorher drauf waren, weil die haben so einen Plastikfinish. So, und jetzt kommt es raus. Ihr seht wieder, wir haben jetzt einen neuen Abdruck hier, von der Blume. Und hier ist die Blume ausgestanzt. Zack, bumm. Braucht man gar nicht für arbeiten, komisch alles ausschneiden. Das macht alles die Stanzform für einen selber. Und so könnt ihr eben ganz normale so Basic Shape, sage ich mal, ausstanzen. Ihr könnt hier Motive ausstanzen. Es gibt eben auch Zierelemente, die auch sehr filigran werden können, die ihr damit ausstanzen könnt. Alles zur Deko. Guckt, dass ihr aus euren Stanzformen alle die kleinen Dinger hier rauskriegt, diese Papierstücke. Damit sollte man nicht nochmal stanzen. Also das macht das Ding jetzt nicht kaputt, aber es tut ihm auch nicht besonders gut. Dafür nehme ich gerne das Papierlochwerkzeug, das Aufhebwerkzeug. Das hat hier vorne so ein Pixie-Ding. Ich nenne es immer Pixie-Tool und damit kann man die ganz toll rauslösen. Die Stanzformen haben nämlich immer hinten so kleine Kreise, wo man die Lagen alle rausdrücken kann. Ganz genau. So, was habe ich hier noch für Tipps aufgeschrieben? Erstens, wenn ihr rechteckige Stanzformen habt oder Stanzformen, ich nehme mir einfach mal hier so ein Rechteck, ne? So. Legt das nicht so in die Stanzform, dass diese Linie hier parallel ist zu der Walze, die da drin ist. Dann muss die Walze nämlich über diese Stanzform drüber hieven, hat dann hier wieder eine entspannte Zeit und muss dann wieder drüber hieven. Und das ist einfach nicht besonders vorteilhaft. Es ist viel schonender, wenn ihr das Ding schräg reinlegt, dann kann es nämlich über diese Ecke rollen, dann gleichmäßig hier überall drüber und rollt hinten von der Ecke einfach wieder runter. Also keine oder möglichst wenig Parallelen legen, sondern immer ein bisschen schräg. Das ist besser für eure Maschine und auch für eure Stanzplatten. Dann ganz viel drehen, habe ich schon gesagt, ne, auf beiden Seiten benutzen. Irgendwann wölben die sich in eine Richtung, dann drehen. Es ist immer gut, man sieht es vielleicht jetzt schon hier, die ist ein mini bisschen in diese Richtung gewölbt, also so. Und dann legt man hier die Stanzform wieder drauf, dass sich das wieder in die andere Richtung wölbt. Da mache ich aber vielleicht nochmal ein extra Video zu, wie man besonders viel und lange mit seinen Stanzformen arbeiten kann. Ganz genau. Stampin' Up! Sagt, die Stanzformen sollten eigentlich mit einmal Stanzen gut durchgehen, weil die Maschine ein bisschen anderen Druck hat als andere Maschinen auf dem Markt. Das heißt, eigentlich sollte auch so eine filigrane Stanzform, wo auch in der Mitte ganz viele kleine Teile sind, recht gut durchlaufen. Wenn das mal Probleme bearbeiten sollte, kann man das ganze Ding umdrehen. Das heißt, ihr legt eure No-Cut-Plate nach unten, legt es dann mit der Stanzkante nach oben, legt da euer Papier oben drauf und packt dann die Stanzplatte drauf. So habt ihr die filigrane Stanzkante direkt an der Walze und dann kann der Druck besser ausgeübt werden und das stanzt besser durch. Und wenn ihr das blöd findet, weil ihr die Stanzform nicht mehr seht oder wenn ihr was Genaues ausstanzen wollt oder so, dann könnt ihr auch das gesamte Sandwich hier einfach umdrehen. Das bedeutet zuerst eure Stanzplatte, dann euer Papier obendrauf, dann darauf die Kante, dann kann man das nämlich auch noch gut ausrichten. Und dann darauf die zweite Kante und dann eure beiden Platten, weil ob ihr das so rum oder so rum macht, ist völlig egal. Und dann durchkurbeln.
dann habt ihr nämlich hier den Vorteil, dass ihr immer noch sehen könnt, wo genau die liegt. Weil ihr könnt ja nicht nur mit der oberen, sondern auch mit der unteren Rolle arbeiten. Ganz genau. Was habe ich noch für einen Tipp? Ach so, genau. Und zwar, manchmal passiert es, dass einem die Stanzform so ein bisschen rumhopfen. Ne? Also wenn man die jetzt nicht festklebt, weil man dazu zu faul ist, dann hat man das genau ausgerichtet und dann legt man die Platte drauf und es verschiebt sich wieder ein kleines bisschen. Und das wäre natürlich total ärgerlich, das so durchzukurbeln. Was ich entdeckt habe, was mir viel hilft, ist die Platten nicht komplett draußen zu lassen, sondern schon so reinzustecken, dass die ein bisschen in der Maschine sind. Dann Platte drauf, Papier drauf, Stanzform drauf und die obere Platte dann nicht hier flach drauflegen und anfangen, das durchzukurbeln, sondern schräg nehmen und dann hier reinzustecken, sodass das auch schon von der Kurbel erfasst wird und dann drauflegen. Dann habt ihr nämlich nicht diesen Moment, dass, wenn das zum ersten Mal die Kurbel berührt, dass es das euch ein bisschen verschiebt und damit die Stanzform ein bisschen ruckelt. Genau. Aber das muss man einfach hinkriegen, das muss man ein bisschen üben. An sich ist die Benutzung von dem Ding total einfach. Ihr müsst einfach nur die richtigen Platten reinlegen und dann könnt ihr alles ausstanzen, wozu ihr so Stanzformen habt. Ist super praktisch und ist eben, wie schon in der Einführung gesagt, finde ich, der Weg ins Next Level basteln, weil das einfach, ja, das ist einfach ein Basic Tool, das man haben sollte. Und das kann einfach nochmal, das hat richtig viel Wumms. Also da habt ihr natürlich einen riesengroßen Nutzen, damit könnt ihr prägen, damit könnt ihr stanzen, damit könnt ihr so viele Sachen machen. Und das kann man jetzt irgendwie erhaben aufkleben und das sieht nochmal ganz anders aus, als wenn ihr einfach nur flach irgendwelche Stempel aufklebt. Ganz genau. Und das sind auch die Sachen, die ich jetzt hier zu sagen habe mit der Maschine Basic Benutzung. Es kommen noch weitere Videos raus, Videos zu den Prägematten, wie die funktionieren, Videos zur magnetischen Platte. Das ist jetzt nur das Einsteigervideo. Und jetzt reden wir nochmal über Fremdprodukte und Produkte tauschen. Aber dafür gehen wir lieber nochmal in die Sofa-Perspektive. Willkommen zurück in der Sofa-Perspektive. Genau, fürs Outro dachte ich, ist es ein bisschen netter, weil ihr müsst ja nicht die ganze Zeit auf meine Finger gucken, da passiert ja jetzt nichts mehr. Bevor wir über Fremdprodukte und Tauschen reden, wollte ich nochmal eine kleine Fehleranalyse mit euch durchgehen. Was mache ich falsch? Warum stanzt es bei mir nicht? Warum prägt es bei mir nicht? Was kann ich ändern? Erstens, guckt, dass ihr alle Auflagen richtig habt, dass ihr natürlich die richtigen Platten benutzt und dass auch alles drauf ist. Ne? Wenn ihr die Platten schief übereinander legt, es kann natürlich nur etwas prägen, was auch wirklich auf der Platte liegt. Wenn das ein Stück weiter rausguckt, passiert das natürlich nicht. Also guckt, dass alle Sachen übereinander sind und dass es vor allem die richtigen Platten sind. Ihr habt ja jetzt hier extra eure Stickerhilfen draufkleben. Achso, ich kann übrigens die Maschine einmal zeigen. So groß ist die wirklich. Ich fand, in der Kamera kam die sehr, sehr, sehr riesig raus, weil die Kamera ja nicht weit entfernt ist vom Tisch. Ganz genau. Also guckt, dass ihr die richtigen Platten benutzt. Was passiert? Was kann noch sein? Ich habe gehört, es funktioniert nicht ganz mit jedem Papier oder so. Habe ich keine Erfahrung. Ich habe natürlich hier mein Stampin' Up! Papier, das funktioniert super. Und alle anderen Papiere, die ich bis jetzt habe und hatte, haben auch immer klasse funktioniert zum Ausstanzen. Also ich kannte mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen, aber schon von anderen Demonstratoren wurde mir eine Geschichte erzählt, so von wegen, Kundin kommt, ja, meine Stanzform funktioniert nicht, die sind bestimmt kaputt und dann, ja, guck mal, legen wir mal hier rein in die Stanzmaschine und funktioniert total gut. Also es liegt wohl teilweise doch am Papier. Also könntet ihr mal einfach ein anderes Papier ausprobieren, weiß ich nicht. Habe ich persönlich noch keine Erfahrung mitgemacht. Und ganz, ganz, ganz wichtig sind natürlich eure Stanzplatten. Ihr habt jetzt in dem Video gesehen, ich habe jetzt zwei, weiß nicht, ob es rauskommt, doch so ein bisschen, zwei Schnitte drin von den zwei Stanzformen, die ich ausgestanzt habe. Das dauert eine ganze Weile, bis die irgendwann kaputt sind, beziehungsweise wenn man die nicht mehr benutzen kann. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, das Ding biegt sich die ganze Zeit, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten und dann sind da irgendwann ganz viele Schnitte drin. Ihr habt vorhin eine gesehen, so sehen die aus, wenn man die austauschen sollte. Ihr müsst es nicht nach 10 Mal machen, im Leben nicht. Aber wenn ihr die irgendwann eine ganze Weile lang benutzt habt, dann solltet ihr mal drüber nachdenken, die nicht eventuell auszutauschen, dann werden eure Stanzergebnisse viel, viel schöner. Manchmal sieht man auch, dass sich die Kanten von den Stanzformen, also das, wo es eigentlich nicht stanzen soll, ein bisschen arg reindrückt. Und das liegt in meiner Erfahrung oft daran, dass die Platten ein bisschen gewölbt sind und eben nicht mehr ein perfektes Ergebnis liefern. Also die muss man austauschen. Nicht oft, das dauert eine ganze Weile, aber dann tauscht man die aus. Was ich übrigens mache,
Ich habe ja jetzt hier in diese Platte reingestanzt und in diese hier nicht. Das ist ja meine Do Not Cut Plate. Die möchte ich ja, dass die gerade bleibt. Trotzdem wird die ja in der Stanzmaschine benutzt. Das heißt, wenn die irgendwann ihren Geist aufnimmt, nehme ich die alte Do Not Cut Plate, stanze in die rein und nehme eine einzelne neue als neue Do Not Cut Plate. So breche ich quasi immer eine Platte an und es werden alle der Reihe nach verwendet. Und ich nehme, die wird dann trotzdem, die Do Not Cut Plate wird trotzdem irgendwann ausgetauscht, weil wird ja trotzdem durchgekurbelt und biegt sich vielleicht so ein kleines bisschen hoch oder runter. Also es liegt auch an diesen Platten, die müsst ihr ab und zu mal austauschen. Gut, das ist alles, was ich zur Fehleranalyse gesagt habe. Wenn das auch alles nicht hilft, hier nochmal dieses Video angucken und im Zweifel mir eine Mail schreiben oder per Instagram oder per Facebook oder irgendwie so. Ihr könnt mir gleich Bilder mit dazu schicken, so auf Instagram, Facebook, ja, geht auch per E-Mail, so von wegen, hey Tim, das funktioniert nicht, kannst du mir bitte helfen? Und ich gucke, dass wir irgendwie rauskriegen, woran es liegt. Ganz genau, also fragt einfach eure Demonstratoren oder auch einfach mich. Gut, und jetzt kommen wir zu Fremdprodukte und Sachen austauschen. Als Grundregel gilt, die Materialien, die man mit der Stanzmaschine benutzt, also Stanzformen, Prägeformen, so ein Kram, das kann man alles austauschen. Ihr könnt die Stampin' Up Stanzformen auch mit einer anderen Maschine benutzen. Ihr könnt andere Stanzformen mit der Stampin' Up Maschine benutzen. Jedenfalls die allermeisten. Es gibt ein paar wenige Stanzformen von wenigen Marken, die ein bisschen dicker sind. Die sind dazu nicht empfohlen. Aber im Zweifel, wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr einfach mal schauen, mit was für Maschinen die empfohlen werden. Die ganz normalen und von den meisten großen namhaften Herstellern, haben alle eine Standarddicke, die kann man alle mit dieser Maschine benutzen. Ihr braucht also nicht unbedingt zwingend diese Stampin' Up Maschine. Wenn ihr lieber eine andere benutzt oder wenn die euch einfach schlichtweg zu teuer ist, dann könnt ihr auch eine andere nehmen. Übrigens auch zum Beispiel die letzte Maschine, die wir im Sortiment hatten, das war die Big Shot. Da passen auch meine Sticker drauf, die ich designt habe. Also die sind natürlich designt, dass die perfekt hier auf die Stanzplatte drauf passen. Aber ihr könnt die auch auf die Rückseite kleben oder irgendwie so. Also die meisten großen Maschinen haben auch den gleichen Plattenaufbau. Jedenfalls die Big Shot. Das heißt, ihr könnt auch da meine Sticker draufkleben. Könnt ihr euch die holen, dann draufkleben. Dann könnt ihr auch immer in den Videos mitmachen. Wenn Tim sagt, wir nehmen die Purpurplatte, dann könnt ihr auch eure Purpurplatte nehmen. Genau. Was man auf keinen Fall austauschen sollte, sind die Platten. Das ist selbst in namhaften großen Stanzmaschinenfamilien so. Zum Beispiel Sizzix hat die Familie Big Shot und da drin dürfen auch keine Platten einfach ohne drüber nachdenken getauscht werden. Es gibt zum Beispiel eine Präzisionsplatte, die für sehr detaillierte Stanzformen geeignet ist. Die kann man benutzen in der Big Shot oder auch in der Big Shot Express, aber zum Beispiel nicht in der Big Shot Foldaway, die übrigens unserer Maschine sehr ähnlich kommt, weil die auch so ausklappbare Platten hat. Die hat einen anderen Druck, da soll keine darf keine Präzisionsplatte benutzt werden. Die ist nämlich ein ganz mini bisschen dicker und dann hebelt ihr euch über kurz oder lang eure Walzen so ein bisschen auseinander und dann kann man Stanzen irgendwann komplett vergessen. Also tut euch den Gefallen, nehmt keine irgendwelchen anderen Platten. Müsst ihr auch nicht. Ihr habt ja alle Platten, die ihr braucht, mit im Lieferumfang enthalten. Auch hier, diese hier sind dabei. Klar, die muss man irgendwann mal austauschen, aber nehmt keine anderen Platten. Offizielles Statement von Stampin' Up ist, unsere Maschine wurde mit diesen Platten entwickelt und mit diesen Platten getestet und nicht auf irgendwelche anderen fremden Platten getestet. Wir empfehlen das nicht zu tauschen. Es ist natürlich auch eine Sache mit Garantie. Ne? Es ist wie bei Druckern, da müsst ihr auch das Originalzubehör benutzen, sonst verfällt eure Garantie. Gut, das kann man jetzt nicht so genau nachprüfen, aber ihr wollt ja auch nicht, dass eure Stanzmaschine irgendwann Schrott geht, nur weil ihr irgendeine andere Platte reinmacht. Also nehmt einfach die Platten, die mit dem Lieferumfang sind, dann habt ihr gar keinen Stress. Genau, Stanzform könnt ihr austauschen, Prägeform könnt ihr austauschen. Bei den Prägeformen achtet ihr darauf, ne, habt ihr gerade im Video gesehen, die roten, die so ein bisschen arg dick sind, die benutzt man, habe ich das überhaupt erwähnt? Ich glaube nicht. Die benutzt man mit der Basisplatte, mit der gelben Platte. Dann den Prägefolder drauf und dann eine klare Stanzplatte, eure Do Not Cut Plate, die kommt oben drauf. So, im Prinzip genau das Sandwich für die 3D-Prägeform, die neuen. Nun nimmt man bei der neuen die Spezialplatte, die blaue Platte, anstatt eine klare Platte. Aber so werden die verwendet. Das steht normalerweise auch auf den Prägefoldern oder irgendwie sowas drauf. Das könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr die habt. Da aufpassen. Aber Stanzform und Prägeform und so, das kann man eigentlich alles hin und her tauschen. Nur Platten würde ich wirklich nicht empfehlen. Alles klar. Und das war auch schon dieses total lange Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe vor allem, ihr habt was gelernt. Vielleicht sind unter euch ja auch ein paar erfahrene Bastler, die schon seit Jahren eine Stanzmaschine benutzen, die vielleicht trotzdem hier was mitgenommen haben. Ganz genau, es wird jetzt eine kleine Reihe geben. Also wenn euch die anderen Themen zur Stanz- und Prägemaschine auch interessieren, dann guckt ruhig die anderen Videos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt die mir in die Infobox, nicht in die Infobox, in die Kommentare unten rein. Wenn es sehr spezielle Fragen sind, dann könnt ihr mir auch eine Nachricht auf irgendeiner anderen Plattform schreiben. Ganz genau. Alle Fragen, die ankommen, versuche ich zu beantworten. Vielleicht gibt es da auch ein großes Video zu. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln, beim Stempeln und jetzt auch beim Stanzen und Prägen. Bis dahin, ciao! You have been stempelt.